Es sind nun 9 Tage vergangen seit dem furchtbaren Attentat. Und das sind 9 Tage, in denen aus unserer Sicht zu wenig bisher passiert ist. Wir haben die Situation, dass 4 Todesopfer von diesem Anschlag es gibt und die, genauso wie ganz viele, die betroffen sind, ganz viele, die ein seelisches Leiden davon getragen haben, einfach Fragen haben. Und wir genauso diese Fragen haben als Politik und wir auch verlangen von der Regierung, dass es endlich Antworten gibt. Und wie gesagt, es sind nun 9 Tage vergangen und bisher gibt es keine Antworten darauf. Und ich glaube und bin zutiefst davon überzeugt, dass sowohl die Menschen, die betroffen sind, die Wienerinnen und Wiener, alle Österreicherinnen und Österreicher ein Recht auf diese Antworten haben, auf diese Fragen haben, genauso wie wir als Politik ein Recht darauf haben. Es ist eine Situation, wo diese Antworten aber nicht kommen. Und deswegen müssen wir weitere Schritte in die Wege leiten. Ich glaube, es ist die Aufgabe von uns als Politik, das auch wirklich zu tun und immer dafür zu sorgen. Und es ist insbesondere die Frage, die uns alle sehr stark beschäftigt, wie stark kann der Staat und wie aktiv kann der Staat hier auch wirklich seine Rolle, die er hat, nämlich die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu gewährleisten, einnehmen. Die Regierung und der Bundesminister Nehammer insbesondere, aber auch den Bundeskanzler möchte ich nicht aus der Verantwortung lassen, haben bisher zu genau dieser Aufklärung genau gar nichts beigetragen. Wir wissen seit eigentlich den Tagen direkt nach dem Anschlag, dass es massive Versäumnisse über die letzten Jahre gegeben hat. Das wissen wir deshalb, weil sowohl Sie als Journalistinnen als auch wir als Opposition hier einfach unserer Aufgabe nachgekommen sind, nämlich zu recherchieren und zu schauen, was sind die Hintergründe. Und da möchte ich an dieser Stelle auch an Journalistinnen danken, weil die Regierung tut halt nichts, was beiträgt zu dieser Aufklärung. Das Einzige, was die Regierung die letzten Tage gemacht hat, ist immer nachgerudert. Also es kam etwas raus, es stand in einem Medium, es gab eine Pressekonferenz. Kurz darauf hat die Regierung das eingestanden und hat gesagt, ja, ja, ist eh nicht so schlimm. Und genau diese Vorgangsweise können wir nicht dulden, weil eben sowohl die Bevölkerung als auch wir als Volksvertreter ein Recht darauf haben, hier die Wahrheit zu erfahren. Wir haben deswegen, Steffi Crispo und ich, gemeinsam mittlerweile über 120 Fragen gestellt an die Regierung, in mehreren parlamentarischen Anfragen, die Ihnen auch vorliegen theoretisch, also online jederzeit einsehbar sind auf der Parlamentswebsite, weil eben genau diese Fragen sowohl uns als auch die Bevölkerung beschäftigt. Das sind die Fragen wie, wie kann es sein, dass wir in Österreich, in Wien, ein Dschihadistentreffen mit besagten Attentäter gehabt haben, von dem der Verfassungsschutz gewusst hat, was beobachtet wurde, aber nichts passiert ist. Nichts ist passiert. Wir wurden gewarnt von unseren deutschen Partnern, es ist nichts passiert. Es sind Fragen, wie kann jemand, der verurteilt wurde, nach Bratislava reisen, dort versuchen, Munition für eine Kalaschnikow-ähnliche Waffe, eine M70, zu kaufen. Und dann kriegen wir eine Benachrichtigung und es passiert nichts. Es passiert wiederum nichts. Ich möchte bei all diesen Punkten sagen, das war jemand, der schon verurteilt war. Also der war auf unseren Listen. Das muss uns bekannt gewesen sein. Das muss doch eigentlich Alarmstufe Rot bedeuten. Also wenn Sie mich persönlich fragen, was machen oder auch in sich gehen, wenn Sie als Journalisten, Journalistin, Journalist ein Mail, eine Nachricht bekommen, dass jemand, der verurteilt war, Munition kaufen wollte für eine AK-70, 47, also eine ganz klare, eine schwergefährliche Waffe, Langwaffe, die schwergefährlich ist. Natürlich würden sie reagieren. Nur das BVD hat das anscheinend nicht gemacht, wie wir alle wissen. Es stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass jemand, der als Gefährder eingestuft ist, auf unseren Listen steht, auf Instagram ein Posting macht und auch hier niemand reagiert. Es ist ja nicht so, dass diese Tat aus dem heiteren Himmel kommt. Wie gesagt, der Täter war bekannt. Es waren Schritte von ihm bekannt, wie er diese Tat vorbereitet. Und genau das alles wurde nicht registriert, beziehungsweise registriert, aber keine Schritte weiter eingeleitet. Es ist auch die Frage zu klären, der Helfer vor Ort, also wie konnte einerseits der Täter in die Stadt kommen? Das ist ja eine Frage, die bisher niemand uns beantworten kann.
oder zumindest niemand beantworten will. Und auch wie er an die Waffe kam. Auch das ist ungeklärt. Es gibt hier verschiedenste Spekulationen. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der Waffe, dann ist es klar, dass es hier Mithelfer gegeben haben muss, höchstwahrscheinlich, weil, soweit uns zumindest bekannt ist, aber auch deswegen braucht es diese Transparenz. Solche Waffen eher aus dem bosnischen Raum kommen, auch die Nachbau, das ist ja ein Nachbau, der Typ der Waffe deutet darauf hin, all das gehört dringendst aufgeklärt. Diese Vorwürfe sind ja nicht welche, die aus der heiteren Luft kommen. Das sind ja Vorwürfe, die schon über Tage immer wieder im Raum stehen, aber eben vom Minister keine Aufklärung kommt. Und warum sind diese Fragen so wichtig? Weil natürlich sich schon die Frage stellt, und ich glaube, nicht nur die Frage stellt, sondern die Tatsache ist, wenn diese Fragen beantwortet sind und wenn man reagiert hätte, dann hätte dieses Attentat verhindert werden können, dann wären 4 unschuldige Menschen nicht gestorben. Und das muss man, glaube ich, auch so klar aussprechen, dass es hier ein massives Versagen gegeben hat, was dazu geführt hat, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Es braucht aus unserer Sicht absolute und lückenlose Transparenz in diesem Fall. Wir haben die Situation, ich habe es vorher schon gesagt, dass Karl Nehammer immer so ein bisschen nachrutscht, die gesamten Sicherheitsbehörden immer das dann ein bisschen später nachgibt sozusagen oder preisgibt, was davor schon bekannt war. Ich finde, da sieht man, dass selbst der geübteste Message-Kontrolleur nicht fähig ist, hier alles zu vertuschen und zu verheimlichen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz wichtig ist. Wir wollen ein Ende dieser Vertuschung, wir wollen ein Ende dieses Verheimlichen, weil es müssen alle Dinge auf den Tisch. Wenn man über alle Dinge auf den Tisch redet, dann kommt sehr schnell von der ÖVP, ja, wir sind ja eh für diese unabhängige Untersuchungskommission. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, eine unabhängige Untersuchungskommission, die alleine von den Regierungsparteien bestimmt werden soll, kann nicht unabhängig sein. Es ist eine Chuzpe, das zu behaupten. Eine unabhängige Untersuchungskommission muss vom Parlament eingesetzt werden. Die Opposition braucht ein starkes Mitspracherecht. Es müssen alle Akten dieser Kommission vorgelegt sein. Und das Allerwichtigste ist, sie gehört angesiedelt auch beim Parlament. Sie gehört angesiedelt im Ständigen Unterausschuss für Inneres, auch im Volksmund oft als Geheimdienstausschuss bezeichnet. Dort gehört sie angesiedelt und nicht im Innenministerium und im Justizministerium. Sonst wird es keine objektive, unabhängige Betrachtung der Tatsachen geben. Ich finde es auch sehr frappierend fast schon, wenn man sich anschaut, Gust Wöginger hat gestern gemeinsam mit dem Herrn Maurer, Sicherheitssprecher der ÖVP, eine Pressekonferenz gehalten und hat dort gesagt, nein, auf gar keinen Fall beim Parlament, auf gar keinen